Die prinzipielle Funktionsweise von Bipolartransistoren haben wir in dem vorangegangenen Video anhand einer Simulation kennengelernt. In diesem Video sollen die elektrischen Eigenschaften eines realen Bauteils näher untersucht werden. Für die Messreihen wird ein NPN-Transistor vom Typ BD135 verwendet. Dieser ist für eine maximale Spannung von 45 Volt und einen maximalen Dauerstrom von 1,5 Ampere ausgelegt. Diese beiden Werte gelten für die Emitter-Kollektor-Strecke des Transistors. Der erste Testschaltkreis besteht aus drei digitalen Multimetern, drei Potentiometern und zwei konstanten Widerständen sowie dem Transistor. Als Spannungsquelle dient ein Bleiakku mit einer Nennspannung von 12 Volt, an dem eine Spannung von 12,38 Volt gemessen werden kann, die im Verlauf des Versuchs als konstant angesehen wird. Der Emitter des Transistors wird mit der Masse des Schaltkreises verbunden. Der Kollektor wird über den konstanten Widerstand von 390 Ohm mit dem Pluspol der Spannungsquelle verbunden. Mit Hilfe der drei Potentiometer und dem konstanten Widerstand von je einem Kiloohm wird ein Spannungsteiler aufgebaut, mit dessen Hilfe eine variable Spannung an die Basis des Transistors gelegt werden kann. Zu den beiden oberen Potentiometern ist ein Widerstand von 10 bzw. 100 Ohm parallel gelötet. Das untere Potentiometer dient somit der Grobeinstellung und die beiden oberen zur Feinjustierung des Spannungsteilers. Gemessen wird die Spannung zwischen Masse und Basis sowie an dem Widerstand zwischen Kollektor des Transistors und Pluspol, der auch als Lastwiderstand bezeichnet wird. Das dritte Multimeter misst den durch den Basisanschluss fließenden Strom. Der Stromfluss durch den Kollektor kann aus dem Spannungsabfall an dem Lastwiderstand nach dem Ohmschen Gesetz errechnet werden. Es gilt, der Kollektorstrom ist gleich der Spannung am Lastwiderstand geteilt durch den Widerstandswert desselben. Ebenso ergibt sich mit der Akkuspannung die zwischen Emitter und Kollektor abfallende Spannung. Hier gilt, die Kollektorspannung ist gleich der Akkuspannung minus dem Spannungsabfall am Lastwiderstand. Beginnen wir die Messreihe, indem wir alle drei Potentiometer auf ihren Minimalwert drehen. Zu erwarten wäre jetzt eine Basisspannung von 0 Volt, gemessen werden jedoch 0,013 Volt. Eine Erklärung für diese geringe Spannung liegt in den Restwiderständen der drei Potentiometer. Eine weitere Erklärung liegt in den elektrischen Eigenschaften des Bipolartransistors, die im Verlauf des Videos genauer untersucht werden. Es fließt kein messbarer Strom durch den Basisanschluss und der Spannungsabfall am Lastwiderstand ist null. Durch leichtes Aufdrehen des unteren Potentiometers fließt ein Strom von etwa einem halben Milliampere durch die Basis und fast die gesamte Akkuspannung fällt an dem Lastwiderstand ab. Um den gleichen Effekt zu erreichen, muss das mittlere Potentiometer deutlich weiter gedreht werden und bei dem oberen Potentiometer reicht selbst der Vollausschlag nicht aus, um einen ausreichenden Basisstrom fließen zu lassen. Durch entsprechendes Justieren der drei Potentiometer kann die Basisspannung in kleinen Schritten variiert werden. Mit Hilfe dieser recht simplen Versuchsanordnung können einige Messwerte erfasst werden. Die Messung wird abgebrochen, sobald alle drei Potentiometer auf ihrem Maximalwert stehen. Analysieren wir die gewonnenen Daten etwas genauer. Betrachten wir den Zusammenhang von Strom und Spannung am Basiskontakt des Transistors, so hat diese Kurve große Ähnlichkeit mit der Kennlinie einer Diode, die in einem vorangegangenen Video besprochen wurde. Bis zu einer Basisspannung von etwa 0,7 Volt fließt nur ein sehr geringer Strom durch den Transistor. In diesem Bereich bewirkt eine große Änderung der Spannung nur eine geringe Änderung des Stromflusses. Oberhalb von 0,7 Volt verläuft die Kurve deutlich steiler. Bereits geringe Änderungen der Basisspannung bewirken eine große Änderung der Stromstärke.
Tatsächlich befindet sich zwischen Basis und Emitter eines bipolaren Transistors ein einzelner p-n-Übergang, der in Vorwärtsrichtung geschaltet ist, wie wir in dem Video zur Simulation von Bipolartransistoren gesehen haben. Die Ähnlichkeit der Kurven ist also nicht zufällig. Auch der Spannungsabfall am Lastwiderstand ändert sich im Verlauf der Messung deutlich. Im Bereich zwischen 0 und 0,7 Volt Basisspannung variiert die Spannung am Lastwiderstand zwischen 0 und 12 Volt. Ab diesem Punkt der Messung fällt fast die gesamte Spannung der Batterie am Lastwiderstand ab. Entsprechend bewirkt eine weitere Erhöhung der Basisspannung keine große Änderung des Spannungsabfalls an diesem Widerstand. Der Maximalwert des Basisstromes dieser Messanordnung ist erreicht, wenn alle drei Potentiometer auf ihren Höchstwert eingestellt werden. Errechnen können wir aus den Messwerten den Widerstand der Emitter-Kollektor-Strecke und diesen in Abhängigkeit der Basisspannung auftragen. Der Widerstand ergibt sich aus den Spannungs- und Widerstandsverhältnissen im Spannungsteiler aus Transistor und Lastwiderstand. Dabei gilt, das Verhältnis von Batteriespannung zum Spannungsabfall am Lastwiderstand ist gleich dem Gesamtwiderstand zum Widerstandswert des Lastwiderstands. Ferner ist der Gesamtwiderstand gleich der Summe aus Lastwiderstand und dem Widerstand der Emitter-Kollektor-Strecke. Aus diesen beiden Ausgangsgleichungen kann der Widerstand des Transistors errechnet werden. Wie zu sehen, ändert sich dieser im Bereich zwischen 0,6 und 0,7 Volt deutlich. Transistoren werden auch als schaltbare Widerstände bezeichnet. Zwischen 0 und 0,6 Volt können mit dieser Anordnung keine brauchbaren Messwerte gewonnen werden. Durch die Tatsache, dass sich der Emitter-Kollektor-Widerstand in Abhängigkeit der Basisspannung ändert, ist der Spannungsabfall am Kollektor während der Versuchsreihe ebenfalls unfreiwillig variiert worden. Um reproduzierbare Messergebnisse erhalten zu können, muss die Emitter-Kollektor-Spannung konstant gehalten werden, während die Stromspannungskennlinie der Basis aufgezeichnet wird. Mit dem aus dem ersten Versuchsaufbau erhaltenen Wissen können wir einen verbesserten Stromkreis aufbauen. Zur Einstellung einer konstanten Spannung an der Emitter-Kollektor-Strecke an dem zu messenden NPN-Transistor können wir den Lastwiderstand durch einen PNP-Transistor ersetzen und damit einen Spannungsteiler aus zwei regelbaren Widerständen aufbauen. Der Widerstand des NPN-Transistors wird wie im vorangegangenen Versuch über eine positive Steuerspannung eingestellt, der des PNP-Transistors hingegen über eine negative Steuerspannung. Zur Strombegrenzung ist eine Glühlampe zwischen den beiden Transistoren angebracht. Inwiefern die zweite Glühlampe stabilisierend auf diesen Regelkreis wirkt, wird in dem Video zu regelbaren Spannungsquellen erläutert. Insgesamt vier digitale Multimeter dienen zur Messung von Strom und Spannung an der Basis bzw. am Kollektor des NPN-Transistors. Da aus den Ergebnissen der ersten Versuchsanordnung abzulesen ist, dass zum Teil Basisströme von unter einem Mikroampere großen Einfluss auf das Verhalten des Transistors haben und diese von dem Digitalmultimeter nicht erfasst werden können, messen wir den Strom indirekt durch den Spannungsabfall an einem konstanten Widerstand von 1 Kiloohm. Potentiometer von 1 Megaohm und 100 bzw. 10 Kiloohm dienen zur Regelung der Basisspannungen der beiden Transistoren. Als erste Versuchsreihe wird mit dieser Anordnung die Stromspannungskennlinie der Basis bei einer konstanten Spannung von 5 Volt zwischen Emitter und Kollektor gemessen. Dazu wird zunächst die gewünschte Basisspannung eingestellt und anschließend die Kollektorspannung mit Hilfe des PNP-Transistors auf 5 Volt eingestellt. Wie zu sehen, steigt diese Spannung beständig an und wir müssen ständig etwas nachregeln. Ursache hierfür ist die Erwärmung der beiden Transistoren und der Glühwendeln, wodurch sich die Widerstandsverhältnisse in dem Spannungsteiler ändern.
Erst nach etwa einer Minute hat sich ein thermisches Gleichgewicht gebildet und wir können mit den Messungen beginnen. Die Versuchsreihe wird mit Kollektorspannungen von 2 bzw. 7 Volt wiederholt. Als Ergebnis erhalten wir erneut die typischen Kennlinien eines in Durchlassrichtung geschalteten PN-Übergangs. Je größer die angelegte Kollektorspannung, umso höher ist der Stromfluss durch den Basiskontakt bei gleicher Basisspannung. Das elektrische Feld der Kollektorspannung schaltet den PN-Übergang zwischen Emitter und Basis zusätzlich in Durchlassrichtung. Betrachten wir als nächstes den Zusammenhang zwischen der Stromstärke durch die Basis im Verhältnis zu der durch den Kollektor, der aus den Messwerten dieser Versuchsreihe ebenfalls abgelesen werden kann. Hier zeigt sich ein nahezu linearer Zusammenhang und es gilt näherungsweise, dass der Kollektorstrom gleich dem Produkt aus dem Basisstrom und einer Konstanten ist. Dabei gibt der dimensionslose Faktor Beta die Steigung der Geraden an. Beta bezeichnet den Stromverstärkungsfaktor eines Transistors und dieser steigt mit zunehmender Kollektorspannung leicht an. Für den hier untersuchten Transistor ergibt sich aus den Messwerten ein Beta von etwa 130. Beim Aufnehmen der Stromspannungskennlinie der Emitter-Kollektorstrecke muss der Basisstrom konstant gehalten werden, um reproduzierbare Ergebnisse zu erhalten. Rein theoretisch könnte hier auch die Basisspannung auf einem konstanten Wert gehalten werden, jedoch wird in den Datenblättern zu Transistoren die Kennlinie meist bei konstanten Basisströmen gemessen. 3 Kennlinien mit Basisströmen von 50, 100 und 200 Mikroampere, was einem Spannungsabfall an dem 1 Kiloohm Transistor von 50, 100 bzw. 200 Millivolt entspricht, werden gemessen. Die Kennlinien zeigen einen steilen Anstieg im Bereich zwischen 0 und etwa 1 Volt Kollektorspannung, der mit dieser Versuchsanordnung jedoch nur sehr ungenau erfasst werden kann. Dieser Spannungsbereich ist für den praktischen Betrieb eines Transistors nur in Ausnahmefällen interessant und soll hier nicht weiter behandelt werden. Oberhalb von 1 Volt ist ein nahezu linearer Zusammenhang zwischen Strom und Spannung erkennbar. Je höher der Basisstrom, desto höher ist der fließende Kollektorstrom, was bedeutet, dass der Widerstand mit zunehmendem Basisstrom kleiner wird. Mit zunehmender Kollektorspannung steigt der Widerstand der Emitter-Kollektorstrecke hingegen. Der Anstieg des Widerstandswertes ist umso geringer, je höher der Basisstrom ist. Die Steigung der Kurve oberhalb von 1 Volt nimmt zu. Tragen wir den Widerstand der Emitter-Kollektorstrecke bei 5 Volt Kollektorspannung gegen die Basisspannung auf, so sehen wir, dass sich dieser in dem sehr großen Bereich von 1 Megaohm hin zu nur 59 Ohm ändert. Diese Eigenschaft wird ausgenutzt, um mit Hilfe von Transistoren Signale zu verstärken. Bei derartigen Verstärkerschaltungen wird der Stromkreis an der Basis als Eingang und der am Kollektor als Ausgang bezeichnet. Entsprechend nennt man die Stromspannungskennlinie der Basis auch Eingangskennlinie und die am Kollektor Ausgangskennlinie. Die Kennlinie von Basisstrom zu Kollektorstrom bezeichnet man als Übertragung. Den Zusammenhang zwischen Basis- und Kollektorspannung bei konstantem Basisstrom bezeichnet man als Rückwirkung. Für unsere Messwerte ergibt sich der hier zu sehende Kurvenverlauf. Mit zunehmender Kollektorspannung wird eine niedrigere Basisspannung benötigt, um den Basisstrom konstant zu halten. Wie zuvor erwähnt, wirkt das elektrische Feld der Kollektorspannung ebenfalls in Durchlassrichtung des PN-Übergangs zwischen Emitter und Basis und bewirkt somit bei gleicher Basisspannung einen höheren Basisstrom. Die Kennlinien von Eingang, Ausgang, Übertragung und Rückwirkung werden oft in einem kombinierten Kennlinienfeld zusammengefasst. Dass Bipolartransistoren nicht symmetrisch aufgebaut sind, also dass sich die PN-Übergänge zwischen Basis und Emitter
bzw. Basis und Kollektor unterscheiden, kann gezeigt werden, indem die Anschlüsse von Emitter und Kollektor in der Versuchsanordnung vertauscht werden. Eine derartige Anordnung nennt man inverse Verstärkung oder inverser Verstärkungsbereich. Erhöhen wir die Kollektorspannung, ohne dass eine Basisspannung angelegt ist, so sehen wir, dass der Transistor ab einem Wert von etwas unter 8 Volt elektrisch leitend wird. Es fließt ein Strom von etwa 20 mA durch den Emitter des Transistors. Ferner messen wir einen Basisstrom von nahezu der gleichen Größe, der zudem entgegen der normalen Richtung fließt. Die maximale Sperrspannung des Basis-Emitter-Übergangs, der jetzt in Sperrrichtung betrieben wird, beträgt im inversen Verstärkungsbereich nur einige Volt. Messen wir die Strom-Spannungskennlinie der Basis daher bei einer niedrigeren Spannung von 5 Volt am Emitter. Die sich ergebende Eingangskennlinie zeigt, dass sich die elektrischen Eigenschaften beim Vertauschen von Emitter und Kollektor deutlich ändern. Der Stromverstärkungsfaktor ist wesentlich kleiner und der Kurvenverlauf ist weniger linear. Verantwortlich dafür ist die unterschiedlich starke Dotierung der Emitter- bzw. Kollektorschicht des Transistors und die Geometrie des Bauteils. Wesentlich schneller können Kennlinien eines Transistors mit einem Zweikanal-Oszilloskop im XY-Modus aufgezeichnet werden. Ein Kanal dient dabei zur Messung der Basisspannung, der zweite zur Messung des fließenden Basisstromes. Der Basisstrom wird erneut indirekt durch Messen des Spannungsabfalls an einem Vorwiderstand ermittelt. Der Kollektorstromkreis wird durch die Batterie mit einer konstanten Spannung versorgt. An den Basisstromkreis wird durch einen Trafo eine Wechselspannung angeschlossen. Wie wir im Verlauf des Videos gelernt haben, bleibt bei dieser simplen Messanordnung die Emitter-Kollektorspannung nicht konstant, weswegen hiermit keine reproduzierbaren Werte ermittelt werden können. Zur Messung von Kennlinien mit Oszilloskopen gibt's ein weiteres Video. Die zu sehende Kennlinie stimmt von ihrer Charakteristik her gut mit der einer in Durchlassrichtung geschalteten Diode überein. Zu beachten ist, dass die Kurve horizontal gespiegelt erscheint, die Basisspannung steigt also von rechts nach links an. Mit dieser Anordnung möchte ich den Temperatureinfluss auf die Kennlinie verdeutlichen. Der Transistor wird mit einem Heizgebläse erwärmt, wodurch sich die Kurve deutlich nach rechts verschiebt. Im Vergleich zum kalten Transistor fließt also ein höherer Basisstrom, wenn die Basisspannung konstant gehalten wird. Beim Abkühlen wandert die Kurve wieder langsam nach links. Für Präzisionsmessungen ist der Transistor also unbedingt auf einer konstanten Temperatur zu halten. Zuletzt möchte ich noch zeigen, dass die elektrischen Grenzwerte von Transistoren im Betrieb unbedingt einzuhalten sind. Als Versuchsobjekt dienen Transistoren vom Typ BC808, deren Grenzwerte niedriger sind als bei dem untersuchten BD135. Mit der hier zu sehenden Anordnung soll zunächst ein zu hoher Basisstrom generiert werden. Als Maximalwert werden vom Hersteller 100 mA Dauerstrom angegeben. Kurzzeitig werden von dem Bauteil auch höhere Ströme verkraftet. Wie zu sehen, lässt sich die LED-Leuchte nach wie vor mit dem Transistor schalten. Wird der Basisstrom jedoch zu stark erhöht, kommt es unweigerlich zur Zerstörung des Bauteils. Hier wird ein Elektromotor problemlos von dem Transistor geschaltet. Problematisch wird es, wenn der Elektromotor blockiert wird. Jetzt fließt ein wesentlich höherer Strom durch den Transistor und aufgrund der Hitzeentwicklung schmilzt sogar das Lötzinn und der Kontakt bricht ab. Nach erneutem Anlöten des Kollektorkontakts ist zu bemerken, dass der Transistor ebenfalls zerstört wurde. Obwohl keine Spannung an die Basis gelegt wird, ist die Emitter-Kollektorstrecke leitend.
Die dritte Möglichkeit, einen Transistor durch unsachgemäßen Gebrauch zu zerstören, wird mit dieser Anordnung gezeigt. Der Transistor vom Typ BD135 wird verwendet, um eine Glühlampe zu dimmen. Der Transistor ist nicht voll durchgeschaltet und bei einem Strom von ca. 1 Ampere fällt eine Spannung von etwa 6 Volt an dem Bauteil ab. Damit wird hier eine elektrische Leistung von 6 Watt in Wärme umgewandelt. Wie zu sehen, erhitzt sich der Transistor recht schnell und nach einiger Zeit kann sogar ein Streichholz an dem Bauteil entzündet werden. Über kurz oder lang wird der Transistor zerstört. Um die im Datenblatt angegebene maximale Verlustleistung von 12,5 Watt im Dauerbetrieb durchhalten zu können, muss der Transistor mit einem Kühlkörper ausgestattet werden. Im Ausgangskennlinienfeld wird die maximale Leistung als Begrenzungslinie eingezeichnet, die im Dauerbetrieb nicht überschritten werden darf. Weitere Begrenzungslinien sind der maximale Strom und die maximale Spannung. Im inversen Verstärkungsbetrieb haben wir bereits gesehen, dass eine zu hohe Spannung am Ausgangsstromkreis ebenfalls zu unerwünschten Effekten führt, die den Transistor zerstören können. Alle Messwerttabellen zu diesem Video gibt's auf der Projektseite zum Download. Soweit mein Film über Kennlinien von Transistoren. Danke fürs Angucken und bis bald!